Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief mit dem Gecko Climber. Wir sind das letzte Mal hier noch ein bisschen rumgelaufen. Oh, Herr Wachmeister? Ja? Ja, bitte? Ich hoffe, mein Sohn hat Ihnen keine Umstände gemacht. Er lief gerade wütend und wortlos an uns vorbei. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass ihm jemand die Grenzen aufgezeigt hat. Ich fürchte, es war so. Er hat mir einen Streich gespielt, den man als gefährlich bezeichnen muss. Ich sah mich gezwungen, ihm zur Strafe seine Holzpistole abzunehmen. Ich verstehe. Und ich danke Ihnen. Matty ist ein sehr lebhaftes Kind. Manchmal fehlt ihm einfach die starke väterliche Hand. Wo ist denn Matts Vater, wenn ich fragen darf? Er ist nicht mehr da. Oh, ich verstehe. Wollen Sie mir Mattys Pistole vielleicht da lassen? Dann müssen Sie sich nicht darum kümmern. Gern. Ich habe ihm gesagt, er bekommt sie erst in Venedig zurück. Natürlich. Noch einmal vielen Dank, Herr Wachtmeister. So. Ja, den Matt haben wir hinten getroffen und der war kurz davor, uns vom Wagen zu schmeißen vor lauter Schreck. Jetzt gucken wir mal, ob wir den irgendwie finden hier. Vielleicht hilft er uns ja trotzdem noch. Komm, es geht ja immer noch um das Portemonnaie. Und das hier hat ja auch noch Priorität. So. Na komm. Jetzt hab dich mal nicht so, mein Kleiner. Hallo, Matt. Ach komm schon. Willst du den Rest der Fahrt sauer auf mich sein? Bis ich meine Pistole wieder habe. Ich hab sie deiner Mutter gegeben. Oh Mann! Hättest du es nicht einfach bei einem Donnerwetter belassen können? Hättest du dann was daraus gelernt? Hab ich so auch nicht. Aha. So. Warum sitzt der eigentlich auf unserem Platz? Frag ich mich jetzt gerade. Komm schon, Matt. Du glaubst doch nicht wirklich, du könntest mich länger ignorieren als ich dich. Ich bin Schweizer. Wir haben Übung darin. Ist das so eine Art Seitenhieb auf die Schweizer oder wie soll ich mir das vorstellen? Naja. Wir werden jetzt mal gucken. Wir wissen ja, was der Geiger dafür einer ist. Können wir die denn vielleicht wieder an uns nehmen? Wäre das ein Plan? Ich glaube, es ist ihr unangenehm, wenn ich vor der Lady mit ihr rede. Sie scheint das als unangemessene Ablenkung von ihrer Arbeit zu betrachten. Dabei strickt sie nur. Eine typische Alibi-Arbeit für Frauen, denen als Mädchen eingetrichtert wurde, Müßiggang sei eine Sünde. So. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir da jetzt tun können. Naja. Ich wüsste noch tausend Dinge, die ich sie gerne fragen würde. Aber nichts davon würde die Vernachlässigung meiner Aufgaben hier im Zug rechtfertigen. Ja, ich hätte jetzt eigentlich ganz gern die Pistole hier wieder. Tja. Ach, okay. Ich weiß, was wir machen. Bin ich dämlich. Wir haben ja, was Tolles für den kleinen Matt. Komm. Wir sind zwar ein bisschen betagter, ein bisschen ruhig, ein bisschen langsamer als sonst, aber das kriegen wir schon hin. So, Karamellbonbons. Hast du denn Hunger? So, tu was. Willst du vielleicht ein Tröpfli? Du glaubst wohl, du kannst mich bestechen. Ich habe keinen Grund dazu. Du hast Unfug gemacht und bist dafür bestraft worden. Sieh es als Friedensangebot. Nur vier? Wenn ich schneller bin als du, sind es nur noch drei. Hey! Wieder so. Freunde? Mhm. Na also. Und kein gefährlicher Blödsinn mehr. Ja. Dann sind wir uns ja wieder einig. So, ach Gott. Was haben wir denn alles? Puh, ganz viel zu bereden. Dann fangen wir auch ganz oben an. Deine Mutter ist also Gesellschafterin von Lady Westmacott? Ja, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe auch erst gedacht,
wie unsympathisch muss man sein, damit man für Freunde bezahlen muss? Aber die Lady ist echt in Ordnung. Ein bisschen schrullig und schon ganz schön alt. Aber sonst ist sie spitze. Sie mag mich. Hat einen seltsamen Geschmack, die Lady. Hey! So, so, so. Ja, wir gehen einfach mal von oben nach unten durch. Und du und deine Mom? Ihr wohnt beide auf dem Anwesen der Lady Westmacott? Ich nur in den Ferien. Die meiste Zeit des Jahres bin ich im Internat. Stelle ich mir nicht so schön vor. Doch, ist ganz in Ordnung. Ich habe meine Freunde da. Im Haus der Lady muss man immer leise sein. Und ich darf keine Freunde mitbringen. So ein großes Haus mit so vielen Versteckmöglichkeiten. Und niemand, der mit einem Verstecken spielt. Du hast es genau erfasst. So, 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 ja. Die alten englischen Herrenhäuser und so. Ist ja aber hübsch. Okay, sein Vater. Das wird wahrscheinlich nicht so besonders toll sein, aber wir machen mal weiter. Und seit wann arbeitet deine Mutter schon für die Lady? Seit 2 Jahren. Und dein Vater? Was macht der? Der ist zu Hause geblieben. Früher bin ich mit ihm immer angeln gegangen und jagen. Ich durfte sogar schon mal mit einem echten Gewehr schießen. Und dann? Dann hat Mom sich mit ihm gestritten und er ist weggegangen. Da war ich 7. Aha. Also ist er doch nicht tot, wie man jetzt hier erstmal annehmen musste. Aber was hat denn der Junge jetzt noch so vor? Na gut, okay, der ist jetzt noch nicht so besonders. 7 war er, als sie sich getrennt haben. Das heißt, er wird jetzt so 9, 10 rum sein, schätze ich mal. Mal gucken. Oh, und wie alt bist du jetzt? In 8 Monaten werde ich 9 Jahre alt. Und weißt du schon, was du mal werden willst? Einbrecher vielleicht? Nein. Mal sehen. Schauspieler vielleicht. Tatsächlich? Also, ich weiß nicht. Dafür braucht man wirklich eine Menge Talent. Ich selber bin Schauspieler in einer Theatergruppe. Ja? Und ob? Und ich bin einer der Besten bei uns, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe voll und ganz in meinen Rollen auf. Verstehst du? Ich rede dann nicht nur wie meine Figur. Ich denke wie sie. Ich werde zu der Person, die ich verkörpere. Denn nur so kann man... Matt, alles in Ordnung? Was bitte? Hey. Ich glaube, als Schauspieler muss man nur gut Sachen nachmachen können. Das war nicht schlecht. Grausam, aber nicht schlecht. Tja, da hat er uns mal schön verarscht. Und er will es denn zugeben. Naja, hat er vielleicht die Brieftasche gefunden von der Lady da? Die Baronin da hinten im 2. Abteil vermisst ihre Brieftasche. Hast du eine Ahnung, wo die stecken könnte? Und ob? Hm? Aha. Der da drüben. Der mit dem Geigenkasten. Was ist mit dem? Der hat in Zürich was aufgehoben und es in seinen Geigenkasten gepackt. Tatsächlich? Ja. Und dabei hat er sich umgeguckt, ob ihn auch niemand beobachtet hat. Aber du hast es gesehen. Mhm. Und hast du auch gesehen, was es war? Nicht so richtig. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber jetzt glaube ich, dass es die Brieftasche von der Baronin war. Das sollte ich herausfinden, oder? Finde ich auch. So, so, so. Okay, jetzt wird er so langsam ein Schurke aus der ganzen Geschichte. Na, dann gucken wir mal. Da können wir ja vielleicht noch ein bisschen was hier an Sachen machen. Das ist ja toll. Sag mal, hast du irgendwo den Stuart gesehen? Nee. Vorhin lief er hier immer rum. Hoffentlich haben sie ihn nicht in Zürich vergessen. Was sollt ihr denn machen? Ich suche einen Schlüssel, mit dem ich eine Kabinentür öffnen kann. Hast du mal in seinen Sachen hinter der Theke nachgeguckt? Die Schubladen werden bestimmt abgeschlossen sein. Kannst du sie nicht aufbrechen? Oder knacken, wie der Rabe? Gut möglich. Dafür bräuchte ich aber ein Stück Draht oder so etwas. Frag mal meine Mom. Die hat immer ganz viele Haarnadeln dabei. Sie mag es nicht, wenn der Wind ihre Haare unordentlich macht. Hm? Danke für den Tipp. Mach's gut. Mach's besser. So, so, so. Da hat uns der Kleine ja ordentlich geholfen. Junge, Junge, Junge. Ich bin begeistert. So, Monsieur Geiger, jetzt kommt aber mal hier die Polizei und so. Entschuldigen Sie, mein Herr. Mit der Herr mit dem Schweizer Akzent. Jetzt kommt die Brieftasche der Baronin, die in diesem hübschen Geigenkasten steckt. Schauen wir mal. Ein Gast vermisst seine Brieftasche. Vermutlich wurde sie gestohlen.
Wirklich? Jemand hat Sie samt Geigenkoffer auf dem Bahnsteig in Zürich gesehen. Ja, bitte, ich hab nichts gestohlen. Das hat ja auch niemand behauptet. Ich wollte nur fragen, ob Sie auf dem Bahnsteig etwas beobachten konnten. Ach so, ich... Wie kommen Sie darauf, ich würde Sie verdächtigen? Na ja, ich dachte, dass Sie im Zusammenhang mit dem Geldbörsel meinen Geigenkoffer erwähnt haben. Apropos, dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Geige werfen? Das ist doch bestimmt ein ganz außergewöhnliches Stück. Oh, das geht leider nicht. Es ist eine echte Guarneri. Sehr wertvoll. Ganz genau. Und sehr empfindlich. Was sollte ihr hier schaden? Licht? Luft? Dürfte ich Sie bitten, den Geigenkoffer zu öffnen? Nein, dürfen Sie nicht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Dann fürchte ich, dass Sie eine richterliche Anordnung benötigen. Ich lasse mich nicht einfach so von Erna durchsuchen. So, so, so einer ist es. Na gut, dann machen wir erstmal die Tür hier auf und gucken mal, ob wir dann der Dame irgendwie helfen können. So. Aber es läuft. Es läuft und zwar erstaunlich gut. Miss Miller? Ja? Wir brauchen die Haarnadel. Entschuldigen Sie die ungewöhnliche Bitte, aber Matt meinte, Sie hätten Haarnadeln dabei. Könnten Sie mir davon eine geben? Eine meiner Haarnadeln? Es ist eine lange Geschichte. Sie würden mir sehr damit helfen. Nun, wenn Sie... Nun machen Sie schon, Mary. Der Herr Wachtmeister wird schon kein Unheil damit anstellen. Oder, Herr Zellner? Natürlich nicht, Madam. Ist diese recht? Natürlich, Madam. Sehr freundlich von Ihnen. Goodbye, Miss Miller. Sehr schön. Goodbye, Wachtmeister. Sehr schön, da funktioniert ja mal was. Ich glaube es ja nicht. Der olle Geigenspieler da, der geht mir jetzt ja auch schon auf den Sack. So, aber dann kriegt man das Ding hier doch bestimmt auf. Moment, hier unten. Einmal die Haarnadel bitte mit dem Schloss. Und plötzlich bin ich der Dieb hier an Bord. Tja, dann gucken wir mal. Nanu, das war noch leichter als gedacht. Batterien, eine Zahnbürste, ein Rasierpinsel. Aber kein Schlüssel, der zu einer Kabinentür passen könnte. Nur der hier. Zu klein für die Tür, aber vielleicht trotzdem nützlich. Rasierpinsel. Was bitteschön hat ein Rasierpinsel da hinten drinne verloren? Na gut. Aber auch nicht das, was ich haben wollte. Aber ich weiß schon, wo der Schlüssel hinpasst. Nämlich dort, wo uns der... der gute Matt ziemlich, fast runtergeschmissen hätte. So, kleiner Schlüssel mit großer Kiste. Das hätten wir. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Was denn? Was haben wir denn? Eine Zange? Mein Großvater war Schmied. Als Kind habe ich in seiner Werkstatt immer mit den Zangen und Hämmern gespielt. Sehr zum Unwillen meiner Mutter, die ständig um meine kleinen Finger fürchtete. Aber ich habe mir nie ernsthaft etwas getan. Ich bin recht geschickt mit Werkzeug. Okay, können wir jetzt die Zange mit der Haarnadel benutzen? Ich verstehe noch nicht so ganz, wie uns die Zange hier weiterhelfen soll. Da geht's nur wieder rein. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. Inspektor Legrand hat sich klar ausgedrückt. Ich soll den Transportwaggon nur betreten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe. Ja, aber wofür brauchen wir jetzt die Zange? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt und so. Die Haarnadel können wir damit nicht aufbiegen. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen energischer mit dem Typen mit dem Geigenkasten da reden. Wir werden nämlich hier drinnen bestimmt keine richterliche Anordnung bekommen.
Aber ich gehe davon aus, den kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube auch, dass der Geiger etwas zu verbergen hat. Doch um sicher zu gehen, dass Metz' Aussage richtig ist, muss ich einen Blick in den Koffer werfen. Wie gelingt mir das ohne die Zustimmung des Geigers? So, was machen wir denn da? Was können wir denn da machen? Der Geiger ist unkooperativ. Ich bin nicht befugt, gegen seinen Willen und ohne triftigen Grund seine Habseligkeiten zu durchsuchen. Und das weiß er. Ich muss mir etwas einfallen lassen. So, okay, wir müssen den irgendwie von A nach B bringen. Wir haben nur eine Zange, aber was soll man mit der ollen Zange machen? Also, Matt, dann erzähl mal. Der kann doch genau, der soll den Geiger ablenken. Das könnte klappen. Der Geiger lässt mich keinen Blick in seinen Geigenkoffer werfen. Natürlich nicht. Der hat doch was zu verbergen. Soll ich ihn ablenken? Dann kannst du in den Koffer gucken. Klingt nach einem Plan. Was schlägst du vor? Ich könnte ihm sagen, dass es im nächsten Waggon einen Koffer voller Geld gibt. Wenn er ein Dieb ist, geht er bestimmt nachgucken. Ich glaube nicht, dass er darauf reinfällt. Oder ich beleidige ihn ganz doll und laufe schnell weg. Er läuft mir dann hinterher und du hast genug Zeit, um in den Geigenkoffer zu gucken. Wenn ich es mir recht überlege, muss ich mir alleine weiterhelfen. Das ist wohl doch nichts für einen kleinen Jungen. Kleiner Junge? Du spinnst wohl. Tut mir leid, Sheriff. Aber die Idee mit der Ablenkung ist trotzdem gut. Mach's gut. Mach's besser. Okay, können wir ihn denn... jetzt können wir nochmal mit ihm reden. Vielleicht geht es ja jetzt irgendwie. Matt sagt, der Geiger habe am Bahnsteig etwas in den Geigenkoffer gelegt und dabei verdächtig gewirkt. Die Frage ist nur, wie glaubwürdig ist die Aussage eines Jungen mit viel Fantasie? Ja, das lässt sich ja nur auf eine Weise herausfinden, aber wie können wir denn... Können wir hier irgendwas... Ich glaube auch, dass der Geiger etwas... Doch, das hat man ja schon gehabt. Das hat man alles schon gehabt. So, ich will gar keine Zeitung lesen. Ich will doch... Die Berner Zeitung haben wir hier. Sehr schön. So. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was können wir jetzt noch tun? Man kommt immer so Schritt für Schritt weiter. Der Geiger ist unkooperativ. Ich muss mir etwas... Ja, wir müssen ihn ablenken, aber die Frage ist, wie... wir hier irgendwas mit irgendetwas anderem tun? Nicht wirklich. Vielleicht können wir hier mit der Haarnadel das Schloss aufkriegen. Eventuell hat ein umsichtiger Schatten. So, funktioniert denn das hier? Das funktioniert nicht mit dieser Art von Schloss. Ich brauche etwas, mit dem ich den Stift drehen kann. Mit der Zange vielleicht? Ah ja. Damit sollte ich den Bolzen sicher zu fassen kriegen. Nun los, beeilen Sie sich doch. Ah, okay, das funktioniert doch so. Sehr schön. Hallo? Das Fenster hatte ich nur einen Spalt breit offen gelassen. Nichts zu sehen. Verdammt. Da wird's aber auch luftig um den Kopf. Alles in Ordnung? Ja, bestens. Oha. Der hat es aber auch hier, ja. Naja, ich darf dazu ja nichts sagen. Haben Sie eine Idee, warum die Tür verschlossen war? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das Schloss durch die ständigen Erschütterungen von selbst geschlossen. Das glauben Sie hoffentlich selbst nicht. Was ist denn Ihre Theorie? Der Schaffner könnte die Tür von außen verschlossen haben. Es könnte allerdings auch jemand hier im Abteil gewesen sein und die Tür von innen verriegelt haben. Wer? Und wo ist er hin? Er könnte dort hinausgeklettert sein. Wer wäre so verrückt? Das müssen Sie mir sagen, Herr Professor.
Tja, ich würde sagen, das Gespräch führen wir in der letzten Folge weiter. Ist hübsch, das Abteil hier, muss ich das gerade mal so feststellen. Naja. Ja, da werden wir mal schauen, ob der irgendwas dabei hatte. Vielleicht finden wir ja was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!